George Benson. Für Fachleute ist er seit Jahren einer der wichtigsten Jazz-Gitarristen. Das breite Publikum macht ihn allerdings erst 1976 zum Star. Noch nie zuvor war eine Jazz-LP auf dem ersten Platz der Pop- und Rhythm-and-Blues-Hitparaden zu finden. Ein Erfolg, der angesichts der Vorherrschaft der Popkünstler und dem introvertierten Charakter der Jazz-Szene umso schwerer wiegt. We'll be right back.
George Benson, er wurde 1942 in Pittsburgh, Pennsylvania geboren. Mit 15 begann er Gitarre zu spielen und mit 20 spielte er bereits in einer Rhythm and Blues Band und zwar bei Jack McDuff. 1965 gründete er eigene Gruppe. Danach gab es dann Aufnahmen mit Freddie Hubbard, Stanley Turrentine, Esther Phillips und Hank Crawford. Alles Platten, die heute Jazzgeschichte sind. Als nächstes hören wir El Mar und danach eine Aufnahme, die genauso berühmt wurde wie das Original, Take 5 von Dave Brubeck, George Benson. Thank you.
click on the right over here to subscribe to our channel, and don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching.